Hallo und herzlich willkommen zurück beim Magic Star Sign. Ja, es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich das Spiel gespielt hatte. Es war einfach unglaublich viel los in letzter Zeit. Also momentan auch noch. Ich schiebe das jetzt gerade irgendwo dazwischen. Ich muss mal gucken, dass ich das demnächst wieder besser getimed kriege. Ich hatte einfach letzten Monat, zwei Monate so viel um die Ohren. Hab jetzt auch noch richtig viel zu tun, also muss ich das dann danach, wenn alles endlich vorbei ist, wie besser timen. Also, wir waren jetzt letztens in, wir befinden uns momentan auf Green, haben das Holzbelebungsgummi bekommen und müssen eigentlich wieder zu unserem Schiff. Etwas sehr Trauriges ist passiert. Molina ist weg. Aber wir müssen jetzt eigentlich weiter, also gehe ich mal Richtung Schiff. Es ist dunkel geworden. Ich habe so lange geredet, dass es dunkel wird und da ist ein lieber Einwohner und ein Stachelwurf. Nein, ich will nicht wo... Nein. Ich will mit ihnen sprechen. Nicht zur Toilette gehen. Hey, Youth. Tambourin. Die Piraten haben einen Stachelwurf entführt, der zaubern kann. Oh, dich habe ich doch... Nee, warte mal. Fromage. Was du jetzt der Kerl, der im Dorf war und gejammert hat, er kann nicht zaubern? Oder bist du einer, der echt zaubern kann? Verwirrt. Ich versuche ihn zu verstehen, aber er hört einfach nicht auf zu weinen. Was soll ich mit ihm nur tun? Ich kann nicht zulassen, dass er hier sitzt und weiter weint. Das wäre herzlos. Könnt ihr ihn nach Erd zurückbringen? Ja, klar. Unser nächster Ort ist also Erd. Super, danke für eure Hilfe. Wobei, vielleicht könnten wir sogar einfach nach irgendwo anders hinfliegen. Ich komme wieder nach Hause? Wirklich? Ja. Eigentlich könnte ich wahrscheinlich auch jetzt irgendwo anders nach Puffen und so fliegen. Oh, aber er ist so süß und wartet in der Ecke und will nach Hause und ist am Flennen. Nein, wir sind noch nicht da. Schnarch? Du bist müde? Schlaf mal. Unten haben wir eine Brutkammer. Da kannst du dich auch hinlegen. Das ist wahrscheinlich richtig warm. Naja, also du bist kein Ei, aber es wird wahrscheinlich trotzdem schön da sein. Okay, dann werde ich mal ohne große Umschweife sofort losfliegen. Nach Erd. Ja, bitte. Hab ich. Heil musste ich mir nicht mehr, ich habe ja davor geschlafen. Okay. Gott überlegt, ob ich geheilt habe. Nach Erd? Boah, so lange her, dass ich da war. So unglaublich lange, also in Realzeit und in Ingame-Zeit. So Realzeit ist total lange. Und hier war auch, wo spielt er? Danke für die Reise, Freunde. Ich bin wieder zu Hause. Ab heute werde ich keine Heulsuse mehr sein. Fromage, du schaffst das. Und das bedanke ich euch. Ach, die Stachelwürfer, die sind eh total die Besten. Also die lieben mich ja eh schon. Und die Roboter nicht. Ich habe ihre Rakete geklaut. Ah, vielleicht sollte ich dir mal die besuchen gehen. Ich könnte jetzt auch den König besuchen gehen, aber ich weiß gar nicht, ob der da ist. Das habe ich bisher... Habe ich das jemals versucht? Mal sehen, was passiert. Das muss ich jetzt irgendwie gerade mal wissen. Du bist der normale Kerl, der uns wieder nach oben schickt. Seid ihr was anderes? Komm her, ich will mit dir sprechen. Ihr seid die großen Helden? Eher kleine Helden, wenn ihr mich fragt. Okay, dem echt neuen Dialog, das ist süß. War ich jemals hier nachher? Weiß ich gar nicht mehr. Hey ja, Helden, wollt ihr raus? Kommt, ich helfe euch. Nein. Ich möchte erst mit Leuten reden. Ich möchte den König treffen. Wo bist du? Ehre seinen Helden. Oh. Ich werde hier voll verehrt. Ha, schön. Willkommen in Erbsenthof, der Heimat der Stachel. Okay, dich kenne ich schon. Hey, ich bin es, Romano. Alle sagen, ihr hättet Fromage zurückgebracht. Früher war er ein Feigling, aber jetzt trainiert er, um so zu werden wie ihr. Ihr habt den Kleinen inspiriert. Oh, ihr seid die Besten. Oh. Fromage, wo bist du? Fromage. Irgendwann will ich auch Magie studieren und auf eine Akademie gehen wie Youth. Oh. Ja, der kann ja angeblich Magie wirken, aber kann doch nicht. Also die haben den festgenommen und dachten, er wird Magie wirken können, aber er kann das gar nicht. Ich habe gehört, dass ihr Fromage gerettet habt. Vielen Dank. Parmesan. Sie hielten ihn für einen Zauberer, aber er konnte lediglich Löffel verbiegen. Wow, das ist Magie. Nicht so wie meine Lichtriesigen Bälle, die ich auf Leute schmeiße oder Wind oder Feuer. Nein, das.
Die sind die Gemächer des Grünauers, weiß ich schon. Okay, nur einige haben neuen Text bekommen. Früher haben hier viele Magier gelebt, aber die Roboter haben sie alle entführt. Das weiß ich doch auch schon, ne? Okay. Aber ich glaube, die haben die alten Sachen noch hier. Ich glaube, die haben nichts Neues zu verkaufen. Mal gucken. Ja. Das kann ich gar nicht gebrauchen, was du da hast. Nee. Grüne Frösche, aber sonst nix. Der Rest ist alles der Anfangkram. Den kann ich nicht gebrauchen. Ey, rede mit mir! Okay. Ja, das kenne ich auch schon. König! Bist du da? Da ist er! Ah, Ju, willkommen in unserem Königreich. Oh, der sagt nur Standardtext. Oh, ihr seid ja langweilig. Ihr sollt mich hier mit Trompeten und alles empfangen. Roter Teppich ist schon da, aber ansonsten nix, ne? Okay, ich will mich auch nicht so weit rumtreiben. Ich glaube, die haben nichts Interessantes zu erzählen. So. Ah, das ist neu. Ihr reißt euch das ganze Beklagersystem und das mit einer antiken Rakete? Das ist ja sowas von unglaublich. Ja. Ich glaube, mehr haben die nichts zu erzählen. Hinten mal auch noch welche. Aber ich denke mal nicht, dass die noch viel zu erzählen haben. Die haben auch alles hier schon weggenommen. Also ist nichts mehr da, was man irgendwie sich krallen könnte. War ja schon mal hier. Ich geh mal den anderen Weg. Oh, ich habe hier gerade eine Fliege, manchmal. Die nervt mich. Die fliegt auf meinen Kopf. Ah. Sorry, wie ich manchmal abgelenkt bin. Ah, dich kenne ich nicht. Du bist neu. Oh. Ich hatte meine Hand auf der falschen Taste. Nun, wenn das nicht die Helden sind. Edelpilz. Während ihr weg wart, haben wir und die Roboter die Kriegsschaufel begraben. Oh, wie toll. Ihr habt diesen Kerl. Ich habe in diesem sogar einen Fruchtgummi abgekauft. Oh. Wir benötigen keine Zauberer mehr. Die Piraten kaufen sie uns nicht ab. Oh, okay. Also, nur weil. Ach so, ihr habt keine Kunden mehr. Und deswegen sagt ihr auf einmal, jetzt sind wir Freunde mit denen. Ach, wir haben mal eben welche von ihrem Volk entführt. Andere Zauberer mitgenommen. Aber wir haben ja jetzt keine Kunden mehr. Also sind wir lieb. Ich weiß nicht, ob ich euch trauen kann. Lieb. Das ist Rio Villa, die Roboterstadt. Oh mein Gott, das ist so cool. Roboter B720. Wir sind genügsam. Wir nehmen, was wir brauchen. Wir kaufen den Rest. Oh, ihr seid ja lieb. Ihr braucht auch keine Nahrung. Nur Energie. Piep. Das verteilte Netzwerk kontrolliert uns. Wir sind immer miteinander verbunden. Ach so, also wenn einer was sieht, wissen alle Bescheid. Die magische Batterie in unserer Energiequelle. Also ist unsere... Fragt das Marktkern. Macht Details. Das Marktkern. Menschen haben uns gemacht. Dann sind sie verschwunden. Das Magren hat alle relevanten Informationen. Okay. Warum sind die Menschen auf einmal verschwunden? Auf diesem ganzen Planeten leben irgendwie echt nur Stachelmaulwürfe und Roboter. Aber Menschen haben sie gemacht. Also, und alle Menschen sind weg. Wo sind sie hin? Wo habt ihr sie verkauft? Willkommen in Wertsamkhaus. Sweet. Blaufrösche! Ja, ja, meine. Ganz viele kaufen. Nicht viel Geld. Egal, kaufen. So. Ein Steinschweif. Ah, ja, Stein ist ganz scheiße. Ja, das Problem bei Stein ist, wenn du wirklich Steinzustand bist, hast du gar keine Chance mehr. Der Kampf ist für den Charakter vorbei, weil der kann sich nicht mehr bewegen. Das habe ich auch bei... Es ist immer oftmals so. Zum Beispiel auch bei welchen Final Fantasy, irgendwelchen anderen Rollenspielen. Du bist Steinzustand, du bist verloren. Du kannst dich nicht bewegen. Das habe ich immer gehasst, weil immer so... Auf einmal der ganze Team war Stein. Scheiße. Ende. Kampf vorbei. Kannst nicht mehr gewinnen. Ja, sweet. Wegschweife. Kaufen wir auch mal ein. Ich habe ja gerade mehr Geld. Oh. Ach ja, da habe ich gar nicht gedacht. Satzschüssel. Was ist denn alles? Auch wenn sie aber aussieht, sie verstärkt alle aufgefallene Magie. Das ist praktisch, aber sie ist schweineteuer. Oh, jeder könnte die gebrauchen. Bis auf Mokka, der kriegt die nicht. Und sein ganzer physischer Angriff geht runter.
Wobei, er kriegt eine Renation, das ist toll, aber der hatte jetzt, glaube ich, irgendeine Mütze, die ihn stark macht, oder? Ah, das ist wieder so lange her, Mann. Plattenrüstung. Okay. Nee, also das Einzige, was ich vielleicht haben möchte... Warte, einen Moment. Nee. Das Einzige, was ich vielleicht haben möchte, ist die Satzschlüssel für ein paar. Aber... nicht billig. Ich kaufe die mal für... Ich weiß nicht mehr, was ich noch alles hier finde. Ich laufe ja noch eine ganze Weile auf Erd rum. Und hier gibt es auch neue Gebiete, wie dieses ganze Dorf ist jetzt auch vollkommen neu. Vielleicht werde ich noch irgendwo Truhen finden mit Dingen. Also, ich kaufe mal 2 Stück. Ich kann jederzeit noch zurück und neu kaufen. Das ist ja kein Problem. Und momentan habe ich auch noch genug Geld dafür. So, wen kriegen die? Erstmal so, das hat nur die Schüssel auf dem Kopf. Ich gebe die mal Schei, weil er wenig hat. Und ich krieg auch eine, weil ich ende. Da braucht man keine Begründung. Ja. Weiter. Voll egoistisch gegenüber den anderen Mitgliedern. Okay, hier ist wieder ein anderes Haus. Ah ja, das war dieses Haus, genau. Piep, piep, piep. Wollt ihr den Smartkern sehen? Ja. Tüt. Zugriffscode notwendig. J910 Teil. Okay. J910. Wer bist du? H9. Okay. Dr. Calzone hat uns auf Selbstverteidigung programmiert. Er war ein Genie der Expresso-Zivilisation. Expresso. Erpresso? Wie spreche ich es aus? Falsch oder richtig? Das Ruchtgummi. Ihr sucht also auch nach ihm? Ja. Das mag gerne, kann euch antworten. Kann eure Anfrage beantworten. Okay. Piep, piep, piep. Der Planet ist zu trocken. Fruchtgummiproduktion nicht möglich. Wenn unser Vorrat erschöpft ist, gehen wir zum nächsten Planeten und machen dort weiter. Okay. Der Zugang zum Smartkern wird der Aufzugs... Achso. Okay. Ja, das weiß ich ja schon. Kann ich hier zumindest... Ah! Boah, das ist irgendwie dämlich, wenn du irgendwie mit einer Maus oder so klickst und dann läuft der mal in eine andere Richtung. Du willst eigentlich auf die eine Sache gehen, aber der geht ganz anders hin. Ich glaube, du warst der Kerl, ne? Warst nicht du der? Müsste ein... Ja, das ist er. Piep, piep. Ausgabe des Zukunftscodes für den Smartkern. Code lautet... A, B... Ach ja, ich glaube, du musst so eintippen, ne? Warte mal. So, ich habe einen Stift. Sprech mal eben auf. Ich meine, man muss den selbst antippen. A, B, 80, K, 305, C, B, 82. Mein Schrift schreibt nicht mehr. Verdammt. Guter Stift. 2, Q, Z, nein. Stift halte durch. C, B, W, P, O. Okay, das reicht. Es wurde immer... Okay, man kann es lesen. Dankeschön. Okay. So, dann... Gucken wir mal hier um. Was ist hier noch? Ach ja, okay. Hier kann ich schlafen. Voll ungemütlich. Also, darin würde ich nicht gern schlafen. Red mit mir. Hi. Piep, piep, piep. Die Lebensdauer unserer Batteriekerne ist begrenzt. Schätzungsweise besagen, dass sie alle 10 Jahre aufgeladen werden müssen. Der Smartkern hat mehr Informationen dazu. Okay. Dich hatte ich schon, ne? Ja. Okay. Anderes Haus. Waldes Haus. Das daneben. Das daneben. Hier, ne? Ja. Okay, Tür. Bitte Zugriffscode eingeben. Okay. AB. K505. CW82. Das da. CC. Und PO. Zugriff wert, yay! Richtig.
Sehr, sehr hübsch. Ist das ein gigantischer Computer? Nun ja, ich schätze, ich werde noch meine eigene Art erkennen. Computer? Ja, Leute, das ist offensichtlich. Das ist ein Computer. Das ist eine Maschine. Achso, die kennen das ja bestimmt nicht, ne? Okay. Das ist eine Maschine, die sich an viele Informationen erinnert und selbst denken kann. Und wie voll. Die haben überall Magie. Magie kennt jeder, aber Computer und so sind voll. Die kennt keiner. Aber es gibt Roboter, ne? Aber Computer kennt keiner. Und nicht schlecht. Außer vielleicht Wissenschaftler oder Roboter. Die kennen Computer. Wie ein Roboter? Kann sie sich bewegen? Nein, ein Computer kann sich nicht bewegen. Ganz anders als ich. Das sind Roboter eigentlich viel cooler, weil sie können dasselbe tun wie Computer und bewegen sich. Aber der Computer kann wahrscheinlich viel mehr speichern. Er sitzt nur rum, aber er ist wirklich, wirklich intelligent. Bei uns dann würde ich das nicht so sagen, aber bei deren wahrscheinlich. Ganz anders als du, was? Mocker? Oh, der hat gesessen. Ah, falsch gelesen. Egal. Auf die Datenbank zugreifen? Ja. Welche Datei möchtest du öffnen? Die Robotertechnik oder künstliche Fruchtgummis? Erst die Robotertechnik. Die Programmstruktur. Roboter optimieren streng nach den Programmvorgaben ihrer Schöpfer, den Bürgern der Espresso-Zivilisation. Die Roboter sammeln Rohstoffe und konstruieren damit neue Roboter. Die Populationskontrolle ist stabil. Die Roboter halten auch Handelsbeziehungen zu Lebensformen in der Nähe, um ihre Ziele zu erreichen. Außen sind sie mit überragenden Selbstverteidigungsmechanismen ausgestattet. Die haben wir schon genug gesehen. Jeder Roboter hat einen Energiekern, Batteriekern. Ist dessen Energie niedrig, stellen sie aus Rohstoffen einen neuen Kern her. Die Herstellung neuer Batteriekerne basiert auf den Beobachtungsdaten bisheriger Modelle. Dies gewährt Effizienzmaximierung. Ah ja, Energieversorgung. Roboter verwenden Magie als Energiequelle. Batteriekerne werden mithilfe künstlicher Fruchtgummiskristalle erzeugt. Okay. Wäre nicht voll geil, wenn wir jetzt damit ein Fruchtgummi machen könnten. Weißt du, wir müssten nicht überall Planeten überall hinreißen und... Naja, seit der letzten Sache mit Semolina wissen wir, dass oftmals für Fruchtgummis eine Seele Lebensenergie benötigt wird. Also, jemand muss sterben. Die anderen, die beim Drachen waren oder die bei dem Wasservolk waren, haben wahrscheinlich denselben Ursprung, aber da ist vor vielen Hunderten oder Tausenden vor Jahren jemand gestorben für. Also, klar, im Endeffekt haben wir dadurch auch ein Leben uns mitgenommen, aber die waren schon lange tot. Semolina ist gerade erst von uns gegangen. Und wäre ganz gut, wenn wir damit vielleicht ein künstliches herstellen könnten. Wobei, naja, wenn man dafür Leben braucht und so eine große Magiequelle, sind die wahrscheinlich auch aus Menschen. Dunkelheitsenergie kann Feuchtigkeit und Kohlendioxid aus der Atmosphäre in Fruchtgummimoleküle umwandeln. Diese Gasmoleküle lösen sich in Sprudelwasser auf. Wird der Nichtmagie ausgeübt, werden die gasförmigen Fruchtgummimoleküle zu organischem Material kristallisiert. Im Endeffekt könnten wir also helfen mit unserer Lichtmagie. Natürliche Fruchtgummis bilden sich um Mikroben und Staubteilchen als Kern. Okay, wenn sie kristallisieren. Die Eigenschaften der Kristalle ändern sich je nach verwendeten Kern. Mächtige Kerne bringen mächtige Kristalle hervor. Künstliche Fruchtgummis werden erschaffen, indem der natürliche Kristallisierungsprozess in einer Fabrik durchgeführt wird. Ist der Kristallkern zu klein, bleibt der Kern instabil. Ist der Kern zu groß, leidet die Qualität des Kristalls. Menschliche Lebensformen mit magischen Fähigkeiten sind der beste mögliche Kern. Für einen künstlichen Fruchtgummi, ja toll! Oh, ich kann mir schon so denken, was das heißt. Von oben nach unten und zusätzlich werde ich hergelesen Programmstrukturteil nochmals für mich abspielen. Okay. Robotechnik, Programmstruktur. Roboter optimieren, ne? Sammeln Rohstoffe, konstruieren neue, Population stabil. Handelsbeziehungen mit anderen Lebensformen. Selbstverteidigungsmechanismen. Ach, Batterie gern, wenn dich in der... Ne, okay.
Ja. Bitteschön, Mokka. Lese sie nicht immer vor. Schaltkreis Formatierungssequenz initiiert. Delta Echo Prima Fehler Fehler. Was? Wenn ich die geraden Zahlen durch ungeraden Zahlen austausche. Mokka. Was ist das? Ist das ein Geheimcode? Priorisierter Zugang zu Speicherroutine X3110. Okay. Das war ein merkwürdiger Schluck. Tut mir leid, das ergibt keinen Sinn. Okay, du ergibst für mich keinen Sinn. Außerdem kann ich nicht lesen, was du sagst. Das ist, keine Ahnung. Irgendwie haut es heute nicht hier mit Lesen.